Yannick Maddenstedt in der zweiten Runde des ATP World Tour -250 Turniers in Metz. Madden, durch die Absage von Philipp Kohlschreiber in das Feld gerutscht, besiegte Mischa Zverev mit 7:5, 4:6 und 6:1. Yannick Madden hat aus seiner Montagsdoppelschicht in Metz das Beste herausgeholt. Der 28-jährige Stuttgarter sprang nach verpasster Qualifikation für den kurzfristig absenden Philipp Kohlschreiber ein, lieferte sich mit Mischa Zverev einen harten Schlagabtausch. Madden gewann Durchgang 1 mit 7:5, im zweiten Satz schaffte Zverev das Break im neunten Spiel, servierte zum 6:4 aus. Zu Beginn des dritten Aktes schaffte Madden ein Break, zog auf 3:0 davon. Zverev hatte im vierten Spiel noch einmal die Chance, zurückzukommen, vergab aber drei Breakbälle. Nach 2:09 hatte Madden die Partie für sich entschieden. Djokovic gegen Zverev. Madden war als Nummer 1 gesetzt in das Qualifikationsturnier gegangen, musste sich aber dort in der zweiten Runde Matthias Bachinger geschlagen geben. Bachinger spielt am Dienstag gegen John Munar. Bereits ausgeschieden ist hingegen Maximilian Matara. Der deutsche Davis Cup-Spieler unterlag Ricardas Berankis aus Litauen in 3 Sätzen. Titelverteidiger Peter Goljovcuk spielt am Dienstag gegen Rückkehrer Jo Wilfried Tsonga. Der Sieger dieser Partie trifft auf Turnierfavorit Kei Nishikori. Hier das Einzeltableau in Metz. Werbung.